Seit Montag dürfen hier im Vogelsberg Hotels und Gastronomien aufgrund der niedrigen Inzidenzen wieder öffnen. Doch das Wetter kurz vor Pfingsten spielt den Betreibern so gar nicht in die Karten. Und deshalb sind die Öffnungsschritte der Wirte noch etwas verhalten, wie hier im Hotel Villa Raab in Alsfeld. Wir haben uns noch nicht dazu entschieden, im ersten Schritt die Außengastronomie zu öffnen. Zum einen merken wir an der Hand der aktuellen Witterung, dass es wirklich sehr frisch ist und auch ja, sehr viel regnet. Auf der anderen Seite finden wir die aktuelle Regelung nicht wirklich gastfreundlich, warum eine Gäste draußen sitzen dürfen und Hotelgäste, die übernachten, drinnen sitzen. Ich glaube, das hätte keiner verstanden in dem Alltag, sodass wir uns dagegen entschieden haben. Wenn wir aufmachen wollen, dann wollen wir richtig aufmachen. Also die Zeit, die wir genutzt haben in Lockdown 1, wie auch der sehr lange Lockdown 2, das ist ja immer, wenn man in Gruppen agiert, und wir sind ja wirklich seit fast 18 Jahren täglich hier am Markt, das heißt, wir haben keine Ruhetage, wir sind ein 7-Tage-Betrieb und von daher stellt sich dann natürlich auch ein gewisser Verschleiß ein, einmal am Gebäude selber, sowie natürlich auch an Dingen, die durch Gäste, durch Beleben des Objekts passieren. Da gab es natürlich eine große Liste von Dingen, die mal wieder angegangen werden müssen. Und die haben wir immer Jahr für Jahr vor uns hergeschoben, weil wir natürlich auch hier keine Gerüste stellen können, wenn hier die Leute natürlich auch das Objekt mitgebucht haben. So konnten wir im ersten Lockdown relativ viel, was das Gebäude betrifft, angehen. Neuer Wehrgang, die Gefache wurden neu gemacht. Es ist nicht nur Streichen, sondern auch Dinge, die einfach auch rein in der Funktionale und im Ästhetischen liegen. Wir haben angefangen mit der Lagerhalle und bauen jetzt 9 Wohnmobilstellplätze und 6 Tinyhäuser auf die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist die große Wiese, angrenzend an unsere Lagerhalle. Ja, natürlich haben wir auch hier drin im Haus einiges umgebaut, verschönert. Wir haben die Toiletten umgebaut, wir haben alles auf Touchless umgebaut oder umgestellt. Unsere Mitarbeiter scharren schon alle mit den Hufen. Wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt anfängt. Wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt und nicht wieder nach 2 Wochen die Inzidenz steigt und wir wieder schließen müssen, weil das für uns oder viele Betriebe natürlich auch wieder Einbußen bedeutet. Und also ich bin nach 7 Monaten zu Hause rumsitzen wirklich sehr froh, dass ich wieder raus darf. Hier in der Alsfelder Innenstadt sieht das schon ein bisschen anders aus, denn hier haben einige Gastronomen seit Montag geöffnet und man kann die guten Sonnenstunden nutzen, um das erste Eis zu essen oder den ersten Kaffee zu trinken. Osthessen News. Sehen, was bewegt.